Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Infovideo bezüglich meiner goldenen Meinung zum Spiel Syndicate. Das ist sozusagen mein erster Eindruck von dem Spiel. Mein erster Eindruck sagt mir, es ist sowas von scheiße episch. Aber man muss viel zu viel nachdenken. Man kommt manchmal wirklich nicht drauf, wo man lang muss, beziehungsweise was man machen muss oder wie man es machen muss. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also das sehe ich überhaupt nicht als Mäkel, nur so als ganz kleines, mega klein mäkelmäßig. Und für alle Leute, die so ein bisschen nachdenken wollen, eigentlich ganz okay. So, jetzt sage ich mal zu den allgemeinen Shootern. Schlägt es sich sehr, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen mit seiner wirklichen guten, sehr guten Dynamik der Steuerungen, beziehungsweise auch der Funktionen, zum Beispiel der Backfire-System und so weiter, dass man auch noch, wenn man Q drückt, durch die Wände sehen kann und so weiter. Sind die Gegner dann bewaffnet oder nicht? Man kann mit E dann einen irgendwas ins Gehirn pflanzen und der Kopf explodiert und die anderen gehen dann mit hoch. Ach Gott, was weiß ich, ganz viel mehr. Ja, also mein Fazit ist, ich stelle das jetzt mal so ein bisschen vor. Ich mache das jetzt von ein paar Games, also immer mal so ein bisschen. Es geht von 1 bis 6 Schulnoten, also sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft. Ungenügend, ich wollte jetzt unbefriedigend sagen, aber ich glaube nicht, dass das Spiel unbefriedigend ist. Das Spiel gebe ich die Note 2 plus, weil, also Abzug ist, weil man manchmal wirklich nicht drauf kommt und das so ein wenig knifflig ist, aber trotzdem. Eigentlich hätte ihm gerne eine 1 minus gegeben, aber da finde ich das doch manchmal echt ein bisschen happig und ein wenig komisch gemacht. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, ich habe eure Meinung auch so ein bisschen vertreten. Also, das ist meine Meinung. Habt ihr eine andere Meinung? Dann schreibt es drunter in die Kommentare. Ich danke euch. Tschüss.